Männertours. Reisen neu definiert. Hallo, liebe Freunde, es ist wieder soweit. Die Linse muss sauberer. Das kann so nicht. Sonst habe ich die ganze Zeit Schmier und kann mir wieder anhören. Wir müssten mal die Linse sauber machen. Guck mal, jetzt ist der Film weg. So, heute neuer Tag, neuer Schrauberspaß. Wir fahren zum TÜV mit den Mühlen, weil wir brauchen ja noch eine 60 km/h Zulassung. Hier stehen sie, der da zählt nicht. Und jetzt machen wir da noch so Kleinigkeiten wie ein Hauptständerchen hier, eine Bremse dort nachstellen und so weiter und so fort. Kacke, jetzt habe ich noch zu Hause einen Motor vergessen. Und wir haben noch einen Motor bekommen. Sven, wo ist eigentlich der Motor, der schwarze, mit der schwarzen Deckel? Da unten. Da. Da ist noch ein Motor, den haben ein paar Jungs für uns gemacht. In diesem Zuge vielen Dank an die Crew vom Jens, die das für uns gemacht haben. Und ich blende euch jetzt hier noch ein Video ein, wie ein anderer Kollege kurz was gebaut hat für uns. Auch vielen Dank an dich. Ihr habt vielleicht im Intro schon erraten können, ich habe die Jungs von Männertours angeschrieben und habe mich auf eine Motorregenerierung beworben. Denn die Jungs haben anscheinend keinen Bock mehr, allzu doll liegen zu bleiben und zu saufen, wenn sie auf Tour gehen. Deswegen werde ich einen Schwalbenmotor für Männertours machen. Ich habe mit Stefan Kontakt aufgenommen. Grüße gehen raus an dich. Den wollen wir funktionstüchtig wieder reaktivieren, dass sie einen vernünftigen Motor haben, mit dem sie die Tour auch beenden können. Jo, wir zerlegen, gucken uns die Bauteile an. Sämtliche Neuteile habe ich schon am Start. Komplett einmal das volle Programm und dann sehen wir uns wieder. Viel Spaß. We'll be right back.
das soll soweit gewesen sein vom Motor bzw. Motorregenerierung von der KR51-1. Männertours, ich hoffe, dieser Bad Boy macht euch keine Probleme. Ich habe noch die Kompression oder beziehungsweise die Quetschkante gemessen. Ist alles in Ordnung. Kupplung trennt, Getriebe ist soweit grundeingestellt. Sämtliche Bauteile vom Motor sahen sehr, sehr gut aus. Also fast neuwertig. Wir haben nur die Kupplung neu gemacht, also die Reibbeläge. Alles andere ist von eurem Rumpfmotor. Jetzt hoffe ich, dass dieser Motor euch sicher von A nach B bringt und ihr mit dem Motor keine Probleme habt. So, und wenn wir jetzt schon mal bei den ganzen Motoren sind, die Zweitaktbrigade hat auch noch für uns einen Motor gemacht. Da verlinke ich euch das Video da oben. Da könnt ihr euch mal angucken, wie die unseren Motor auseinandergenommen haben. Ist ziemlich witzig, weil der Motor echt lustige Fehler hatte. Ja, wo wir bei lustigen Fehlern sind. Wir haben hier noch unseren Ironcock. Wir haben ja gesagt, wir machen eine kleine Schnitzeljagd für euch. Machen wir jetzt auch. Und zwar fahren wir nächste Woche nach Rostock. Das ist, naja, das Datum müsste der 25., glaube ich, sein. Dort sollte sich jemand von euch den Tourcock abholen. Und wir wollen, dass er eigenständig nur auf Simsons von euch nach Köln zurückgefahren wird. Am besten geht ihr in unsere Telegram-Gruppe, da unten. Und da könnt ihr euch bequatschen, wer den Tourcock wo abholt und vor allem, wie nach Köln weiter übertragen wird. Es ist völlig egal, wie lange das dauert, bis das Ding bei uns ankommt. Hauptsache, der kommt diesen Sommer irgendwann noch bei uns an. Das heißt einfach, schnappt euch das Ding, fahrt mit dem Ding los, trefft die nächsten Simson-Fahrer, drückt denen das in die Hand. Es muss auch nicht die direkte Route sein. Keine Ahnung, fahrt wegen mir über München mit dem Ding. Hauptsache, irgendwann kommt das Teil bei uns an. Und was richtig, richtig cool wäre, wenn ihr das Ganze filmen würdet, weil ich habe Bock daraus, ein eigenständiges Video zu schneiden, wo nur die Reise von diesem Ding dokumentiert wird. Das heißt, filmt das Ganze mit euren Kameras, schickt uns entweder die Speicherkarten zu, ihr kriegt bei uns einen kleinen Wertausgleich für die Speicherkarte, oder ladet das Ganze auf den Server hoch und wir laden es runter. Da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Auf jeden Fall wäre das richtig cool, wenn wir am Ende des Sommers ein Video hätten, wie unser Tourcock von A nach B fährt. Gut, zurück zum Thema. Heute machen wir ein bisschen Bastel-Simson-Spaß. Mit der hier fangen wir an, die kriegt einen Hauptständer. Nochmal kurz zu den Motoren, fällt mir so ein. Also zum Beispiel das Schätzchen hier, ne, was ja auch wirklich echt hübsch geworden ist mit schwarzem Seitendeckel und alles schön sauber gemacht und so richtig geil. Das werden unsere Ersatzmotoren, weil wir ja mit unseren so ein bisschen was ein Problemchen haben. Auch hier, ne, da ist ja dieser ganz, ganz, ganz schlimme Lagerschaden drin. Wir wollen mal gucken, wie weit diese Schrottmotoren tatsächlich kommen, die wir da einfach drin gelassen haben. Und werden dann, mal schauen, wann wir eure Ersatzmotoren brauchen, um zu überleben. Und, passt? Da ist noch zu viel Dreck drin. Gut. Während Sven den Dreck wegmacht, habe ich mich an die ehrenvolle Aufgabe übergeben. Hier mal ganz kurz für TÜV-konform dieses LED-Licht, obwohl es ein Prüfzeichen hat, nochmal kurz auszubauen. Und ich habe ja da jetzt schon orangenes Blinkerlicht, aber hier das rote. Ich denke, das ist nicht so zulässig. Das werde ich auch nochmal schnell tauschen. Auch wenn es so ein bisschen Disco ist. Und ich glaube, sonst bei der ist uns alles gut, bis auf den Hauptständer, ne? Ja. Nicht, dass die Sitzbank, irgendwie diese Schweißkonstruktion, die da gemacht haben, ich weiß nicht, was da bei schief gegangen ist. Es rutscht da drunter einfach nur, ne? Vielleicht setzen wir hier nochmal eine Naht drauf. So. Ja, ich denke auch. Oder wir lassen es so. Ich meine, das ist eine Sitzbank, das kontrolliert der TÜV ja nicht. Was heißt sichern? Da ist so eine Hülse durchgeschoben. Da muss jetzt noch irgendwie eine dicke Schraube mit Unterlegscheiben vor, damit das nicht rauswandern kann. Ich denke, das regelt eine Gewindestange. Eine Gewindestange und zwei Mutter. Ja, Gewindestange und zwei Unterlegscheiben. Tschüss. Ja. Ah, da ist eine. Und da ist eine Mutter. Ah, ist leider nicht selbst. Ist egal. Okay, aber. Brauchen wir doch keine Fischer-Erdanker. Schade. Also ich würde es tatsächlich gerne mit einem Fischer-Erdanker machen. Ja, man nimmt wohl, man steckt es durch und dann hat man hier so eine Vertiefung und steckt da so einen Stift rein und dann hält es leider auch ohne Fischer-Erdanker. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil stell dir mal vor, wir hätten unterwegs ein Zelt andübeln müssen oder so, hätten wir den Erdanker schon dabei gehabt. Dein Vorhaben. Also weil sich das Ganze hier losrappelt, weil das nicht mehr hier eingerastet ist, weil
Benny seinen fetten Kadaver da irgendwie schief draufgesetzt hat, versuchen wir jetzt diese Lasche wieder hier reinzubringen. Allerdings ist hier alles abgebrochen, eingedrückt. Deswegen nehmen wir diese Schubladenschiene. Irgendwie fuddeln die hier rein und werden die dann mit unserem Wycon Repair Stick versuchen, hier irgendwie einzukneten, weil schweißen kann man da drauf echt schlecht. Und Benny hat mein Schweißgerät kaputt gemacht. Das sind aber nicht die kürzesten, oder? So. Wer macht denn hier sowas? Und? Oh, jetzt habe ich ein bisschen. Oh, doch, das. Na. Sollte eigentlich. Ich biege den noch ein bisschen runter. Dann kann man den dann nämlich drunter schieben. Boah, das wird richtig gut. Man merkt die Schnellbauschraube auf der anderen Seite auch kaum. Nee, ich denke, das geht. Mit wie viel Druck muss man dieses spezielle Teil denn jetzt verformen? Das hängt immer davon ab, welchen Typ Schubladenschiene man nimmt. Hast dich aber ein bisschen vermessen, ne? Nee, ich falsche Loch genommen da. So. Mach nicht zu viele Löcher in die Originalsitzbank, ne? Brauchen wir jetzt schon gar kein Zauber-Repair-Knete mehr? Doch, auf jeden Fall. Das ganze Ding ist ja überall so knusprig. Sonst würde das nachher rausrutschen. Hm. Wie funktioniert das? Ein Stück abschneiden, viel kneten, reinbringen. Okay. Fertig, ist ganz toll. Damit haben wir doch auch übrigens unsere Bremszüge hier gefixt. Beim Jens, meine ich, hätten wir es gemacht. Und nach der ersten Ausfahrt, sieht man jetzt natürlich nicht, was hier drunter ist. Da hängt's. Immer noch da und immer noch stabil. Also alle, die wieder gesagt haben, beim ersten Bremsen reißt es ab. Bullshit. Der Hammer. Wenn wir jetzt noch nicht die Stecke drüber machen, können wir Sattlerarbeiten anbieten. Wir wollten nicht zu professionell werden. Sollen wir mehr Knete nehmen? Nee. Wer weiß, wofür wir die noch brauchen. Mach mal zu. Hammergut. Siehst du? Hier haben wir jetzt mal nach den Bremsen geguckt. Läuft das ganz in Ordnung. Sämtliche Schrauben nachgezogen. Die hier sind uns hier nämlich alle abgerappelt beim Fahren. Die da unten und so, die haben wir alle nachgezogen. Hier hinten haben die Muttern komplett gefehlt. Das muss ich alles irgendwie losgearbeitet haben. Unsere reparierte Sitzbank. Das ist der Wahnsinn. Sam baut da den zweiten Hauptständer ein, ganz entspannt. Und der Jens macht wohl oder übel leider meine coolen Penisblinker weg. Die sind nicht STVO-konform, ne? Nee, man konnte das jetzt auch nur noch so in einem rausziehen. Ist egal, ein Spiegel reicht ja, den man, glaube ich, für haben muss, ne? Ich glaube auch. Ja. Das ist okay. Leider reicht nicht nur ein Blinker. Ja. Finde ich aerodynamisch auch wirklich vorteilhaft. Ja gut, nur rechts abbiegen halt, ist ja okay. Wenn man nur rechts abbiegt, denke ich, ist das cool. Ansonsten Arm raus. Ja. Warum passt der denn so schlecht? Ich weiß nicht, was da ein bisschen gekürzt hat und vielleicht wegen dieser dicken Schraube ohne Hülse und sowas alles, was man da hat, den halt irgendwie auf halb acht. Aber der ist noch gut. Bremse bei dir? Achso, genau. Müssen wir noch die Feder einhängen? Die hier müssen wir, haben wir dann, damit der TÜV das nicht so sieht, ist mit Gabelbinder fest hier so durchgeschoben. Müssen wir nochmal durchziehen? Nee, das reicht. Nein, dann müssen wir so anständig machen. Ja. Jetzt machen wir noch Bremsencheck überall. Kaputt. Hä? Oh, ist der Zug abgerissen? Nee. Was? Ich denke, diese hochwertigen Plastikhebel, da hat sich dann der Zug ausgehangen, weil die Züge alle nicht passen, weil das die falschen sind. Bremse vorne. KR51 alle. So, und er hat auf beiden Seiten, ja, da steht KR51 alle. Er hat auf beiden Seiten diesen komischen Nicht-Nippel. Ja, diesen Nippel. Aber keiner unserer Bremshebel hat so eine Aufnahme. Sondern alle bräuchten auf diesem Nippel noch diesen Zusatz. Was auch immer das sein soll. Tja, wir können den sonst einflexen und da drüber schieben.
Ja, und diese andere Welle da passt gar nicht, oder was? Nein. Mhm. Und andere Hebel? Wir haben ja noch hier Hebel ohne Ende. Hier, hübsche Hebel. Aber die brauchen alle dieses Ding, ne? Die brauchen alle dieses runde Inlay. Quasi unsere Züge haben alle nur das. Und wir brauchen das komplett. Und dann bauen wir das da jetzt ein, das lange Ding da. Das können wir ja so nicht einbauen. Weil es unten nicht hält, oder was? Weil das die andere Seite falsch ist für unten. Wir brauchen das auch unten in der Bremse. Wir müssten das da irgendwie rüber bekommen. Wir brauchen das komplett. Und dann bauen wir das da jetzt ein, das lange Ding da. Das können wir ja so nicht einbauen. Weil es unten nicht hält, oder was? Weil das die andere Seite falsch ist für unten. Wir brauchen das auch unten in der Bremse. Wir müssten das da irgendwie rüber bekommen. Wenn du noch einen Spiegel hast, ja, machst du noch einen drauf. 300 Millionen Spiegel. Na, dann hau drauf das Ding. So. Der Jens tauscht den letzten Spiegel. Und jetzt haben wir hier, wie ihr seht, all die schönen Geräte TÜV fertig gemacht. Alle Bremsen überprüft. Überall mal einen Spiegel angeschraubt, alle Schrauben nachgezogen. Licht überprüft. Jetzt heißt es ab auf dem Hänger. Und dann fahren wir nächstes Wochenende nach Rostock. Und da treffen wir hoffentlich einen von euch, der unseren Iron Cock hier übernimmt. Zur Challenge. So, nochmal ganz kurz für unsere Challenge. Meldet euch am besten auf unserer WhatsApp-Nummer, wenn ihr da Bock habt, in Rostock das Ding abzuholen. In der Telegram-Gruppe wird es nur untergehen. Die Telegram-Gruppe nehmen wir dann aber, damit ihr euch untereinander sortieren könnt, um das ganze Ding ja, von A nach B zu bringen, sodass ihr euch untereinander auch trefft. Denkt dran, Regel Nummer 1 ist, es darf nur mit einer Simson transportiert werden, egal welches Fabrikat, keine anderen Sachen. Und es muss in Köln wieder ankommen und ich brauche schickes Videomaterial von euch. Ja, wir fahren nach Rostock mit den Dingern, weil dort unser TÜV-Prüfer des Vertrauens ist, der gesagt hat, er kann uns eine 60 km/h Zulassung drauf machen. Im Osten ist das halt möglich, bei uns wäre das wahrscheinlich ein halbes Drama. Und da ich aus anderen Gründen sowieso mal wieder nach Rostock wollte, habe ich halt beschlossen, dass ich mir mal eben den Hänger hier anhänge. Deine Geliebte besuchen gehst? Meine Geliebte besuchen gehst, meine Geliebte dummerweise mitnehme. Und dann, ja, machen wir halt mal TÜV. Ich glaube, die musste rückwärts rein, oder? Ne, eine hinten quer und dann haben wir eine draufgelegt. Immer gerade so. Andersrum rein, dann steckt der Auspuff nach innen, dann können wir die Klappe zumachen. Das ist doch total falsch verlegt. Bremse vorne. Einfach was hochziehen. Ja, jetzt sind sie da drin, die vier guten. Zwar alles ziemlich press, wird doch bestimmt ein bisschen Karosserieprobleme geben, aber bei den 700 Kilometern rappelt sich das fest. Gut, dann sehen wir uns demnächst in Rostock. Tschüss. Weißt du, was da hier völlig falsch verbaut ist?